Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu einer neuen Mod-Vorstellung für Transportfieber. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute habe ich diese 13 tollen Lokomotiven hier für euch. Repaints der BR 151 von SkyJoe. Vielen lieben Dank an der Stelle an dich, falls du zuschaust. Die Originalmod ist von The Red. Die ist ja schon sehr, sehr früh für Transportfieber erschienen. Alle Links packe ich euch in die Videobeschreibung. Die Originalmod, die Repaint Mod, in der Repaint-Mod ist zu sagen, diese 13 Loks, die ich hier abgestellt habe, mit hinterem gehobenen Stromabnehmer, das ist eine Datei, die ihr euch separat dann runterladen könnt in dem Link. Dafür benötigt ihr die Original-Mod nicht. Dann habt ihr noch eine Datei mit vorderem gehobenen Stromabnehmer und eine Datei ohne gehobenen Stromabnehmer. Für diese beiden benötigt ihr die Original-Mod schon. Die habe ich hier einfach mal am Beispiel der DB Cargo Variante abgestellt. Ihr seht das ja, hier ist der vordere Stromabnehmer gehoben. Der wird immer gehoben, wenn hinten sensible Güter dranhängen oder bei Doppeltraktion, Vorspannleistung etc. Und hier einmal die Fake Variante, auch ohne Lokführer. Licht aus, alles aus. Die könnt ihr dann in die Abstellung packen. Ja, ich habe jetzt nicht alle Loks in allen drei Varianten abgestellt, weil wie gesagt, das wären 39 Lokomotiven. Da reicht ein Beispiel, denke ich, weil an den Loks an sich ändert sich nichts, ist halt nur eine Änderung am Stromabnehmer. Ja, wie gesagt, Link in die Videobeschreibung, könnt ihr euch das runterladen. Und ich finde, wir haben hier viel Abwechslung, auch Repaints von Privatbahnen, die wir bisher noch gar nicht haben. Aber wir gucken uns das gleich alles an. Ein paar Infos zur Lokomotive. Die 151er wurde zwischen 1972 und 78 gebaut und die wurde dringend benötigt im Güterzugdienst, weil die BR 150, der Vorgänger, einfach zu schwach, zu wenig Leistung hatte, zu eine zu geringe Höchstgeschwindigkeit und der Güterbedarf ist in den 70ern einfach gestiegen. Die Bahn wollte auch, was den Straßengüterverkehr angeht, einfach nicht hinten dranhängen und deshalb musste eine leistungsstärkere Lok her. Da wurde dann die 151er entwickelt. Prinzipiell ist sie auch für den Reisezugdienst geeignet. Heute ist es nicht mehr möglich, habe ich gelesen, weil heute gibt es eine Türsteuerung, die Pflicht ist in allen Zügen und da hat die 151er einfach nicht die technische Ausrüstung für. Heute ist es so, dass nach Revisionsablauf oder nach größeren Schäden werden die Loks nach und nach abgestellt bei der Deutschen Bahn und dann auch verschrottet oder halt, wie ihr hier seht, an Privatbahnen verkauft. Railpool hat zusammen mit Toshiba zum Beispiel 100 dieser Lokomotiven angekauft und auch einen Vertrag mit der Bahn abgeschlossen, dass bei Bedarf diese Loks auch zurückgeleast werden können. Das ist doch mal interessant. Erst werden sie abgeschafft und dann schließt man Verträge ab zum Zurückgießen. Ja, eine sechsachsige Lokomotive gibt es ja heute auch nicht mehr. Heute sind die meisten Loks mit vier Achsen ausgerüstet. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Ich hab's aber vergessen. Fällt mir vielleicht noch ein. Gut, wir fangen jetzt einfach mal an. Wir haben hier vorne die Variante der Deutschen Bahn in Chromoxidgrün. Seht auch, das Licht ist angeschaltet, also es ist auch mit dem neuen Thank You Patch kompatibel. Ich habe jetzt nichts gelesen, aber ich denke, dass wendezugfähig diese Lok nicht ist, da sie ja eine Güterzuglokomotive ist. Eine sehr, 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 sehr geile Lokomotive. Ich habe sie geliebt, ich liebe sie immer noch. Das ist so, ja, einfach so ein Aushängeschild der Deutschen Bahn. Die wird auch von den Privatbahnen einfach gekauft, weil sie sehr, sehr zuverlässig ist und ihren Dienst jahrzehntelang schon einfach sehr zuverlässig abhält. Dann kommen wir zur orientroten Variante hier. Finde ja dieses Orientrot immer noch besser als das Verkehrsrot. Ist halt einfach, ja, sieht halt einfach. Kann ich gar nicht sagen, warum. Sieht halt einfach besser aus. Dieses Rot.
Seht auch hier 151.021-3 und hier vorne haben wir die 151.069-2. Richtig schön ausgearbeitet auch hier. Kann man reingucken. Führerstand mal angucken. Ja, der sieht auch nett aus. Muss man einfach sagen. Früher gab es ja diese Kurbelräder, nenne ich es mal. Heute hat man einen Fahrschalter, den man vor und zurück drückt, damit alles funktioniert. Dann haben wir hier die Variante in Orientrot der Deutschen Bahn AG. Da seht ihr hier, der DB-Keks ist da ein bisschen anders als hier. Das ist die 151.010-6. Dann haben wir das Ganze hier in Ozeanblau Beige, eine meiner Lieblingsfarbgebungen. Dann haben wir die Variante in Verkehrsrot, ganz normal, ohne Beschriftung. Meine Tiere machen hier wieder Randale. Jungs, hört mal auf, bitte. Ab! So, haben wir Ruhe. Dann haben wir die Variante der DB Railion, Railion Logistics. Hier habe ich Zugnummer vergessen, das ist die 151-109-6. Und hier haben wir die 151-141-9. Da fangen die Privatbahnen hier an. Das ist einmal die Eisenbahngesellschaft Potsdam. Die hat 2013 zwei Stück dieser Lokomotiven ergattert. Das hier ist die 151039-5. Tolle Lackierung, wie ich finde. Genau, SRI hatte vier Loks, glaube ich, ergattert und zwei sind dann an die Eisenbahngesellschaft Potsdam gegangen. Und die wurden dann auch in dieser Farbgebung lackiert. Gefällt mir sehr gut. Dann kommen wir zur Variante der HSL Logistik GmbH. Arbeitsplatz mit der schönsten Aussicht. Auch nicht schlecht, Telefonnummer drauf. Könnt ihr ja mal anrufen. Fragen, ob sie noch eine Stelle für euch frei haben. Die haben auch zwei Lokomotiven 2016. Ergattert. Finde ich persönlich eine richtig coole Farbgebung. Gibt es jetzt noch nicht so oft. Im Transportweber braune Lokomotiven. Sehr, sehr cool. Die Lok ist einfach, ja, einfach geil. Muss ich einfach mal so salopp sagen. Ich finde es toll, dass diese ganzen privaten Eisenbahnunternehmen diese Lokomotive kaufen und erhalten. So werden wir noch ziemlich lang Freude daran haben. Dann kommen wir zur Hector Rail Variante. Die haben zwischen 2016 und 2018 mehrere Loks ergattert. Hector Rail ist ja, glaube ich, ein schwedisches Unternehmen, hat das auch hier umbezeichnet, 162. Auch nett in diesem Grau-Orange. Sehr, sehr geil. Dann fliegen wir hier hin. Dann haben wir hier von der RBH. Die haben 16 Lokomotiven davon ergattert und sind auch bundesweit im Einsatz. Die Farbgebung kennt man ja, haben wir jetzt schon einige Lokomotiven von RBH in Transportweber zur Verfügung. Auch sehr, sehr schick. Genau, jetzt kommen wir zur Railpool-Variante. Hab ich ja eben schon mal gesagt, die haben ca. 100 Lokomotiven der 151er gekauft.
insgesamt 200 Loks zusammen mit der 155er haben sie sich ergattert von der Deutschen Bahn. Und wie gesagt, 100, also diese ganzen Lokomotiven, können auch bei Bedarf von der Deutschen Bahn zurückgeleast werden. Und das Ganze ist 2017 passiert. Whirlpool und Toshiba zusammen. Auch sehr cool. Die 151-106-2. Dieses Grau mit dem blauen Streifen. Sehr, sehr geil. Hier wundert ihr euch, nochmal Chromoxidgrün? Nein. Das ist auch von der SRI Rail Invest. Die haben ja, habe ich ja eben schon gesagt, 4 dieser Loks gekauft. Und 2 wurden dann in grün hier lackiert. Hier steht ja auch SRI. Und 2 hat ja die Eisenbahngesellschaft Potsdam bekommen. Und die wurden in der Eisenbahngesellschaft Potsdam lackiert. Und diese halt hier in Chromoxidgrün als Nostalgie-Variante quasi. Echt cool. Und dann haben wir hier noch die Variante der DB Cargo 151078-3. Joa. Und wie gesagt, hier noch die Variante der DB Cargo mit vorderem Stromabnehmer und einmal ohne. Und das gibt es bei jeder Lok aus diesem Pack. Wir gucken uns das mal im Depot an. Finden natürlich unter Elektroloks. Dann habt ihr hier, hier haben wir ja auch die 150er. Da seht ihr ja den Unterschied, wenn man mal hier drauf geht. Die Höchstgeschwindigkeit, die Leistung, die Zugkraft. Einfach mehr. Das sind die Varianten hier von The Red. Und weiter unten findet ihr hier die Varianten von dem guten Skyjoe. Wir gehen mal durch. Hier Höchstgeschwindigkeit 120 km/h, 118 Tonnen Gewicht, Leistung fast 6000 Kilowatt, Zugkraft 395 kN, Lebensdauer 50 Jahre. Und hier haben wir dann, wie wir es ja kennen, immer nochmal zusätzliche Beschriftungen. Hier steht allgemein, steht es nochmal zwischen 72 und 78. Elektrolokomotiven für den schweren Güterzugdienst. Dann bei der DB Cargo Variante. Ab 99 alle an DB Cargo abgegeben. Und dann seht ihr hier Fake Varianten, gedrehte Varianten. Und jede Lok hat ihre eigene Beschreibung. Das finde ich halt auch toll. Hier haben wir die DB AG Variante. 1994 mit dem neuen Logo ausgestattet. Ich will euch jetzt nicht alles vorlesen, könnt ihr euch ja selber mal durchlesen. Aber insgesamt haben wir jetzt 39 verschiedene Varianten dieser Lokomotive. Also in dem Paket dann halt noch die Varianten von The Red und dann wurde ja von Mega Speedcraft ein Locomotion Paket noch angeboten. Also 151er sind jetzt einige verfügbar. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, euch gefallen die Loks genauso gut wie mir. Und wenn ihr es euch runterladet, lasst doch dem Skyjoe einen Daumen nach oben da oder ein oder und einen netten Kommentar. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich, wenn ich was Neues habe und bedanke mich, wie gesagt, fürs Zuschauen und bin raus. Bis demnächst. Macht's gut. Ciao.